Roadtrip. Ah, es ist dunkel. Roadtrip. Wir sind auf der 40. Hier bin ich früher jeden Tag mit der Diana teilweise sogar. Ja, eine Zeit lang, das gab's. Von Essen nach Dortmund zur Arbeit gefahren. Wir haben in Essen gewohnt und sind dann immer zusammen mit unserem anderen Kollegen und dem Köter, also einem anderen Köter, das war auch ein Bürohund, auch ein Köter, aber ein anderer, der hieß Manfred, sind wir dann zur Arbeit gefahren. Oft sind wir auch zur Arbeit gestanden, weil die A40 ist nicht so geil. Weißt du, noch einmal, bist du so ausgerastet und hast die ganze Zeit gehupt wie ein Verrückter, weil wir im Stau standen. Und dann hat sich herausgestellt, dass neben uns Zivilpolizei war. Ja, die haben die Kelle dann rausgeholt. Du bist 1000 Tode gestorben, weil du einfach Auto fährst wie ein Geisteskranker. Das war aber auch noch ein viel jüngerer Felix. Der ist viel mehr riesig eigentlich. Zum ersten Mal oder zum maximal zweiten Mal in meinem Leben in einem Auto wirklich Todesangst gehabt. Deswegen fahre ich heute. Man sieht sogar den Wahnsinn in deinen Augen, ehrlich. Aber Felix verliert nämlich immer alles. Deswegen muss ich immer alles kontrollieren, weil ich immer alles verliere. Er hat es geschafft. Ich meine, wir haben in Bangkok in diesem 10 Quadratmeter großen Container gewohnt und wollen los. Und er steht fertig vor der Tür und eine Minute später sagt er: Scheiße, Diana, wo sind meine Schuhe? Die hatte ich doch gerade noch an. Was sowas macht Felix. Und das Beste ist, dann findet man sie halt eine halbe Stunde nicht. Die Ausfahrt 42, Dortmund West nehmen. Aber eins muss ich auch noch mal sagen. Wir sind ja schon überzeugt vom Ruhrgebiet, ne? Aber außer Dortmund. Ruhrpott das außer Dortmund. Das darf man jetzt so aber auch nicht sagen. Aber das hat für mich auch überhaupt nichts mit Ruhrgebiet zu tun. Wir sind jetzt irgendwie 30, 40 Kilometer vor Berlin. Sollten jeden Moment da sein. Und es gibt kein Netz. Es gibt's doch nicht. Null. Also nicht hier E oder wie der Typ heißt. Oder Empfang oder nix. Finde ich nicht richtig. Ich bin mir nicht genau sicher, wie das passiert ist. Wir sind in Berlin, aber wir sind im Wald. Diana, wo? Wir waren zwei Tage jetzt in Berlin und hatten Termine hier und wir haben kein einziges Mal die Kamera angemacht. Und jetzt wollten wir heute noch mal ein kleines Abenteuer erleben. Und dachten, das machen wir mal eben schnell. Richtig gelungen. Aber irgendwie sind wir schon wieder... Im Dschungel. Im Dschungel. Im Berliner Dschungel. Also ernst? Ja, Mann. Ich will jetzt hier nicht sowas machen. Aber das ist doch wirklich wie im Dschungel. Also ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Moment wäre für deine Actioncam. Wir haben es geschafft. Wo sind wir denn jetzt? Am Teufelsberg. Am Teufelsberg. Auf jeden Fall, wir waren ja in Berlin und wir haben jetzt da nicht wirklich so viel gevloggt und gefilmt. Das liegt einfach daran, dass wir da einige Termine hatten und es wäre höchst unseriös gewesen, wenn wir da überall mit Kamera aufgelaufen wären. Es wird einiges passieren und eine dieser Sachen können wir jetzt erzählen. Und zwar, es wird nächstes Jahr ein A Global Mess Film geben. Ernsthaft, in voller Spielfilmlänge. Ja, und daran arbeiten wir jetzt schon sehr lange. Also Vorbereitung, Dreh vor Ort und jetzt seit einem Monat auch sind wir mit der Post-Production schon beschäftigt. Und ja, das ist das, was wir eigentlich in dem Büro immer machen, unter anderem. Das war so gemein, dass man überhaupt nicht darüber sprechen durfte. Und es gibt noch andere Dinge, über die wir jetzt auch noch nicht sprechen. Ja, es gibt andere Dinge, über die wir auch nicht sprechen dürfen. Aber ich finde, das reicht jetzt erstmal. Und es gibt schon einen Trailer. Ein Teaser heißt das. Wir müssen das Vokabular noch lernen. Du! Es ist kein Trailer, es ist ein Teaser, aber er kommt jetzt.